stressed me first at how the pressure was fed. But I know just what it feels like to have a voice in the back of my head. Like a face that I hold inside, face that awakes when I close my eyes, face that I watch every time I lie, face that laughs every time I fall. So I know that when it's time to sink or swim, that the face inside is hearing me right underneath my skin. Kennst du euch so ein bisschen mit Poker aus? Nein, nicht überhaupt. Wisst ihr, was das höchste Blatt im Poker ist? Was denn? Das ist das Royal Flush. Das heißt, ja. 10, Bube, Dame, König, Ass. Okay. Greif, egal, Mitte, oben und wo du möchtest, greif dir einfach 5 Karten, die beieinander liegen und vielleicht erreichst du den Royal Flush. Ja? Ja, das sind hier 5. Okay. Okay? Schau mal nach. Ist es 10, Bube, Dame, König, Ass? Das wäre krass. Da würde ich dir jetzt 500 Euro geben. Nein. Schade. Aber pass auf, wir können trotzdem weitermachen damit, okay? Ja. Halt mal die Karten so, dass du alle 5 sehen kannst und eher am besten, okay? Und in deinen Gedanken, nur in Gedanken, such du dir mal bitte eine der 5 Karten aus, okay? Tu es mal hinter deinen Rücken, okay? Ja, ruhig alle. Nimm sie dir, okay? Tu sie hinter deinen Rücken und jetzt misch die ordentlich durch. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas gemacht hätte, jetzt ist es verloren, jetzt habe ich keine Kontrolle oder sonst was mehr, ja? Jetzt tun wir mal bitte einen Gefallen. Die Karo 6, das war nicht deine Karte, die kannst du mir schon mal geben, ja? Boah, krass. Okay, pass auf. Ja. Guck mal, sie ist eine Frau. Frauen nehmen gerne die Herzdame. Ist aber nicht deine, wir meinen. Korrekt? Ja. Pik 2, die kannst du mir auch geben. Ist auch nicht deine gewesen, korrekt? Jetzt hast du noch 2 Karten in der Hand. Und ich glaube, das ist eine schwarze und eine rote, ne? Ja. Du hast dich aber für die schwarze entschieden, korrekt? Ja. Das ist die Karo 5, die kannst du mir geben, ist nicht deine. Ja. Du hast nur noch eine Karte in deiner Hand. Und das ist, glaube ich, die, pass auf. Kreuz 9. Ja! Ja? Sehr schön. Super. Das ist schon Zauberei, ja? Oh, geil. Ey, wie geht das? Pass auf, du hättest jede andere 5 Karten nehmen können. Ja? Du auch? Du auch. Oder eine Karte ziehen? Die sind auch alle verschieden, ne? Nicht, dass es alle gleiche sind oder so. Ja. Alle verschieden. Ich möchte, dass ihr die Karte unterschreibt, okay? Hier vorne, also nicht im Rücken. Nee, da kann ich da gucken, genau hier vorne, dass ich sehen kann. Und hier vorne auch. Könnt ihr sagen, wenn ich schreibe, wenn ihr fertig seid? Deine Karte kommt jetzt hier in die Mitte rein. Dann hier auch. Ich möchte, dass ihr beide eure Hände hier so genau. Und ich werde versuchen, jetzt eine Karte rauszunehmen und hoffe, dass es eure ist. Okay. Erst eine Karte erstmal. Was ist die? Nein. Bei Unterschrift drauf, ne? Also auf die ist egal. Ich werde jetzt alle Karten verschwinden lassen, bis auf eure Karten. Verschwinden? Verschwinden. Ja. Wetten, es geht? So. Ja. Hä? Hä? Alle Karten sind weg. Bis, hä? Bis auf 2 Karten. Schaut mal nach. Hä? Schaut mal nach, sind es eure? Ja. Pass auf, 1, 2, 3, alle Karten verschwinden. Alle Karten bis auf eure 3. Zeig dir. Komm mal, alle Karten sind weg, alle Karten sind weg. Bis auf eine Karte. Zweite Karte. Dritte Karte. Guck mal, was das macht. Guck mal, was das macht. Oh mein Gott! Oh! Hä? Ich könnte behalten als Glücksbringer. Dankeschön. Raindrop, drop top, drop top, smoking on cook in the hot bar. Fucking on your bitch, yeah, dot, dot, dot. Okay. A bitch bad and bullshit bad. Cooking up dope with a Uzi. My niggas are savage, ruthless. So we got that as a hundred of our food. Mich mal durchdenken. Okay, jetzt such dir mal selber deine Karte aus. Kannst auch gerne durchgucken, falls du eine bestimmte suchst. Ich drehe nicht. Und dann zieh einfach aus. Okay. Okay. Ja. Zeig dir mal, ich kann auch alles. Hast du deine Karte noch im Kopf? Ja. Sehr gut. Die Karte kommt jetzt einfach in die Mitte. Ja. Und die oberste Karte ist ja logischerweise nicht deine, ne? Nein. Jetzt einmal was aus. Maschine. Warte, ich zeige euch, was noch cooler ist, okay? Okay? Nochmal ganz wichtig, alle Karten sind wirklich komplett unterschiedlich, ja? Ja. Du hast dich gerade gemischt, ich mische hier auch nochmal ganz kurz weg. Wenn ich so mische. Ja. Was hast du versucht? Okay, streck mal deinen Finger raus. Leg mal deinen Finger auf irgendeine Karte, du hast die komplett frei bei. Die hier sicher? Ja. Kannst du mal wechseln? Ja, ich nehme die. Die willst du, okay. Ja. Pass auf. Ist in dem Fall die Karo 4, ja? Okay, pass auf. Karo 4 kommt in die Mitte? Ja. Dann mal schnell ein bisschen wieder oben. Aber warte, das war noch nicht der Trick. Ich kann dir eine Karte so in der Hand verstecken, ja? Ja. Ich bin das jetzt aus. Kamera, komm mal, ne? Ich weiß nicht, ob es klappt.
verschwendet. Warte, pass auf, pass auf. Halt dich mal kurz. Halt dich mal genauso. Nicht bewegen. Junge. Ja, okay. Ich hab nichts in meinen Ärmeln. Das kann nicht sein! Das kann nicht sein! Ja, das war deine Karte. Karo 4, frei ausgewählt. Boah! Ey, wie geht das? Ja, können Sie das nochmal machen? Kannst du mich zu meiner Bank zaubern? Nee, so gut bin ich nicht. Ja. Muss noch ein bisschen üben. Man muss noch ein bisschen üben. Warte, warte, warte mal kurz, du hast da was. Oh mein Gott! Der Erik Reini. Warte, jetzt zeige ich euch noch einmal was, was ich nämlich für einen Killer habe. Dazu, da kommen wir gleich, ja? Ich gebe dir die wieder. Halt die mal bitte einfach genauso, okay? Ja. Tu mir mal bitte einen Gefallen. Dann sag mal bitte irgendwo stopp. Stopp. Hier? Okay. Ja. Merk dir die Karte bitte, du auch. Schau so, dir das ja mal an. Okay. Nicht vergessen, okay? Das okay ist deine Karte. Und tu mir mal bitte einen Gefallen. Ich habe noch einen Stift dabei. Unterschreib mal bitte die Karte. Kannst auch was draufmalen, wie auch immer. Wichtig ist, so, okay, jetzt gibt es keine doppelte Karte mehr. Halt du mal bitte den Stift für mich. Dankeschön. Ja. So. Das ist deine Karte, ja? Also das ist meine Karte, ja. Das ist jetzt deine. Jetzt gibt es keine doppelten, keine Möglichkeit, dass ich eine doppelte Karte hätte benutzen können. Ja. Sag du mal bitte auch irgendwo stopp, okay? Stopp. Hier? Ja. Ist nicht die gleiche, oder? Nein. Nicht die gleiche. Dann unterschreib du bitte die Karte, okay? Das heißt, jetzt gibt es diese Karten nur einmal im Universum, korrekt? Ja. Nur ein einziges Mal? Ja. Schau mal deine Karte. Halt das mal bitte, dass sie das auch sehen kann. Wisst ihr, wie diese Karte heißt? Nein. Das ist eine Karte, ist das? Ja, das ist eine Double-Back-Karte. Double-Back. Ja, eine Doppel-Back-Seite. Okay. Ja. Sag nochmal ganz genau die Double-Back-Karte. Ich finde, das sieht so ein bisschen aus. Das ist auch die Geschichte von der Double-Back-Karte. Jemand hat zwei Karten zusammengeklebt, ja, um sie dann für Tricks zu nutzen. Okay? Und ich finde, wenn man die sich ganz genau anschaut, das sieht auch so ein bisschen aus, als wären das zwei Karten. Ja, Moment. Man sieht das, ja? Das sind, ja, sieht aus, als wären zwei Karten zusammengeklebt. Und man kann die an der Ecke so ein bisschen auseinanderfriemeln. Nein. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die behalten als Andenken. Ja, ich sag schon, das ist krass. Jetzt einmal so mit dem Daumen lang. Und wo du willst, sagst du einmal einen Stopp. Okay. Stopp. Ja, schon? Merkt ihr die Karte? Ja. So, ja. Die Karte kommt in die Mitte. Und jetzt versuch mal deine Karte wiederzufinden. Zieh mal einfach irgendeine Karte. Vielleicht irgendeine? Ja, irgendeine. Du musst ja ungefähr in der Mitte sein. Okay. War die das? Nein. Hätte ja sein können. Nein, das war die nicht. War die nicht. Das kommt, nein, das war die nicht. Das war die nicht. Kannst du mal die Karte in die Hand nehmen und die kleine Ecke abreißen? Nur die kleine Ecke abreißen. Genau. So, dass du jetzt einfach die Karte abreißen. Hast du die Karte? Nein, das kann nicht. Ja, ich weiß. Aha, ich kenne das. Nein. Ja, Mann, ja. Ziehen, das ist wirklich wieder dran. Lach, Kate! Muss ich mir die drei geben? Nein, Mann, das kann das nicht sein! Die darf doch. Das ist nur für euch, das ist gut. Mal her, Mann, das kann ich. Ey, Respekt, ehrlich, haben wir Respekt. Dankeschön. I don't know what stressed me first, if the power of pressure was fed, but I know just what it feels like to have a voice in the back of my head. Nein, das ist eigentlich bei den kleinen Nächsten, die wir jetzt sagst du auch vielleicht mal der Kamera nicht auf. Ja, schon. Ich kann nicht ganz mal ihr seht nicht den Moment, was ihr da drin mit. Ja, pass auf. Ihr könnt es nicht genau sehen. Wenn ich sie reinschiebe, Fingerschnippe, ihr seht das nicht ganz genau. Ja, die fliegt hier durch die Luft, landet hier auf dem Deck und springt nach oben. Ihr seht das nicht, ja, geht zu schnell. Ja, mach mal wieder. Ich mach das so, dass du es ganz genau sehen kannst. Okay, schau mal, ich mach so einen Knick in die Karte, okay? Ihr könnt hier ganz genau die Biegung sehen, oder? Ja, ja. Ja, nochmal für die Kamera. Ihr könnt mal ganz genau sehen, wie die gebogen ist. Schau mal, schau mal. Jetzt siehst du ganz genau, Achtung. Hast du es gesehen? Wie er rumgesprungen ist, ja? Ja, Mann. Warum findet er die Karte immer wieder? Er hat eine Verbindung zu der Karte, das ist seine Karte. Ja. Ja, das heißt, wenn wir die ins Deck hineinschieben, du findest die immer wieder. Mach immer so deine Hand. Sag mal bitte irgendwo Stopp, okay? Wo du möchtest. Stopp. Hier? Hä? Nein!
Hast du gemacht? Eine geben, nee, mir geben. Und jetzt kannst du mir noch eine geben. Und so viele, wie du willst. Wenn du spürst, dass die Karte die sagt Stopp zu dir, dann hörst du auf, okay? Dann geht die komplett bis zum Ende. Okay, 100% sicher? Pass auf, wir tauschen, okay? Wir tauschen. Schau mal bitte kurz die Karten durch, die du mir gegeben hast. Da ist deine nicht dabei, ist alles gut, oder? Schau mal kurz ganz grob durch. Alles gut, oder? Ja, aber ist okay. Du hast, bist du der hier? Bist du der hier, bist du gegangen? Nimm die mal bitte. Welche ist es? Dankeschön, danke. Bitte, bitte, bitte. Steck mal deinen Finger auf meine Karte. Leg mal deinen Finger auf meine Karte. Ja. Okay, Julian, zeig mal ein. Ja. Dann komm in die Mitte. Heb mal einmal so die Hälfte ungefähr ab. War das eure Karte? Nein? Der Erik Reini. Jawohl. Boah, diese frischen Copacks, ne? Kommen gerade aus der Box. Ja, ne? Fresh out of the box. Die sind schon irgendwie nice. Kennt ihr das, wenn ihr dieses Gefühl habt, wo ihr einfach eine Mülltonne aufmachen wollt? Und dann. Und damit. Goodbye. Bracha. Smoking, no cooking, the hot box. Fucking on your bitch, she a dot, dot, dot. Cooking up dope in the crock pot. My bitch is bad and bullshit. Cooking up dope with a ooze.